war einst ein Hirtenknabe, der nannt als einz'ge habe ein junges Gänslein sein. Doch ach, vor Badens Toren hat sich das Tier verloren zu Hansens bitterer Pein. Und an der Murke Staden hinsinkt er mühbeladen und klagt aus Herzensnot den Wellen und den Winden. Kann ich die Gans nicht finden, dann wein ich mich zu Tod. Da kam ein bucklig Männchen, nicht größer als drei Spännchen, vom grünen Berg herab. Es spricht: Nach Gernsbach wandre und stell dir eine andre, du dummer Hirtenknab. Doch Hänschen sagt: Mitnichten mag ich so was verrichten, die Ehr ist mir zu lieb. Viel eher wollt ich laufen, mein letztes Hemd verkaufen, als dass ich würd ein Dieb. Kaum hat er so gesprochen, hat lachend sich verkrochen im Hilbertsloch der Zwerg. Da tönt's gagack vernehmlich, husch husch, es schlüpft bequemlich das Gänslein aus dem Berg. Das Büblein lacht vor Freude, die Mähre hörten Leute, die wohnten in der Au. Bald in dem Tal man sagte, wenn nach dem Ort man fragte, der Ort heißt Gaggenau. Die Gänsemär von Gaggenau, die Sage vom Hilbertsloch nach Eduard Brauer. Wir schauen hinunter auf die ehemalige Flößer Stadt Hörden, die seit 1971 Stadtteil von Gaggenau ist. Der Sage nach lebten in Hörden Schratte und Faune, die meist als zottige oder gehörnte, boxfüßige Waldgeister ihr Dasein fristen mussten. Gnome und Kobolde, als Erdgeister bekannt, dazu die gute holde Fee. Aber keine Angst, diese Wesen dringen nicht bis in unsere guten Stuben vor, sondern leben als Wesen fabulierender Fantasie dort, wo graue Nebel wallen und sich wie Phantome die Dünste drehen. I'm hungry, weary, but I cannot lay me down. The rain comes. Wir blicken nun hinunter auf Seelbach, das zwischen Ottenau und dem Merkur liegt. Die Seelbacher Hauptstraße führt hinauf zur Wolfsschlucht, von der aus man nach Ebersteinburg oder Baden-Baden fahren kann. Rising, disguising, lonely streets in Gay. Der Stadtteil Ottenau grenzt direkt an Gaggenau an und ist bekannt für seine Merkurhalle, das kulturelle Zentrum Ottenaus. Daneben liegt die Merkurschule, die im Jahre 1961 fertiggestellt wurde.
Weiterhin verfügt Ottenau seit 1969 über ein Schützenhaus und seit 1971 über eine Sporthalle, die von der Stadt Gaggenau erbaut wurde. Sulzbach ist berühmt für seine wunderschönen Fachwerkhäuser, die diesem Stadtteil eine besondere, traditionelle und romantische Note verleihen. Eingebettet in eine ausgesprochen reizvolle Hügellandschaft liegt Sulzbach in einem kleinen Seitental. Der im Jahre 1975 eingemeindete Ort Michelbach ist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen rund um Gaggenau. Besonders zu empfehlen ist der Wanderlehrpfad von Michelbach nach Freiholzheim über den Tiroler Brunnen, die Kreuzweghütte und die Rohrbrunnenwiesen. Das Naturfreundehaus lädt nach einer anstrengenden Wanderung zu einem erholsamen Schwarzwälder Vesper ein. Auch Michelbach ist mit seinen Fachwerkhäusern ein Beispiel für badische Romantik. Die Pfarrkirche in Oberweier verfügt über einen Turm, der im 15. Jahrhundert als Wehrturm erbaut wurde. 1972 wurde Oberweier ein Stadtteil von Gaggenau. Das am Fuße des Eichelbergs gelegene Örtchen verfügt ebenfalls über herrliche Wanderwege. Berühmt ist der Viertälerweg von Gaggenau nach Oberweier, ein Genuss für Natur- und Tierfreunde. Wir befinden uns hier auf dem Eichelberg, auf dem früher ein Aussichtsturm aus Baumstämmen stand, der von den Franzosen in der Johannisnacht 1945 in Brand gesetzt wurde. Der Berg besteht aus rotem Kies und Fels und so entstand der Name Rotenfels. Von Eichelberg aus hat man eine herrliche Aussicht bis hinüber ins Rheintal. Hier sehen wir nun den Eichelberg aus der Sicht von Winkel, einem Ortsteil von Bad Rotenfels. Im Jahre 1830 wurde in Winkel das Herrenhaus des Winklerhofs erbaut. Der Winklerhof ist ein heute noch betriebener Bauernhof mit Landwirtschaft und einem Reitstall. Haben Sie Mut und erkunden Sie doch einmal unsere schöne Landschaft auf dem Rücken eines Pferdes, denn darauf liegt ja bekanntlich alles Glück dieser Erde. Urkundlich wurde der Winklerhof schon im 13. Jahrhundert erwähnt. Thank you.
um das hier zu sehende Rothenfelser Rathaus liegt das dörfliche Geschäftszentrum mit der traditionsreichen Gastwirtschaft dem Salmen. Nach dieser ist dieser Platz der Salmenplatz benannt. Hier finden Sie ausreichend Läden und Geschäfte, um sich mit einem kleinen Einkaufsbummel einen Nachmittag zu entspannen. Die alte Rothenfelser Kirche stand nicht auf dem Platz der heutigen, sondern beim Klammerbuckel. Hier wollten die Rothenfelser, als die alte Kirche baufällig geworden war, unweit davon eine neue Kirche erbauen. Sie führten eine Menge Bauholz herbei. Aber nachdem dieses dreimal wie von Zauberhand an die Mur geschafft wurde, errichteten die Rothenfelser nach Gottes Willen die Kirche an diesem Ort. Im Jahre 1752 geweihte San Sebastianus-Kapelle ist eine Station der Prozession an Christi Himmelfahrt. Sie spricht durch ihre zierliche Schönheit für sich selbst. Das Rothenfelser Schloss wurde in den Jahren 1818 bis 1827 im Auftrage des Markgrafen Wilhelm von Baden von Friedrich Weinbrenner erbaut. Auf dem daneben liegenden Schanzenberg befand sich ein römischer Pavillon, der das Kavalierhaus genannt wurde. Im Jahre 1906 musste er leider abgerissen werden. Auf dem Hexentanzplatz, der in der Römerzeit erbaut wurde, haben der Sage nach die Hexen in der Walpurgisnacht ihren satanischen Tanz durchgeführt. Hier sehen wir einen ehemaligen Wasserturm, der heute Storchenturm genannt wird. Einem Zufall, wenn es einen solchen überhaupt gibt, ist es zu verdanken, dass wir in unserem Stadtteil Bad Rothenfels ein Heilbad und nicht wahrscheinlich ein inzwischen stillgelegtes Bergwerk haben. Schließlich suchte man hier im Jahre 1839 vergeblich nach Steinkohle und fand als hervorragenden Ersatz eine hochwertige Thermalquelle, die heutige Elisabethenquelle. Sie liegt im Rothenfelser Kurpark, der rund um das Kurhaus angelegt ist. Hier werden Kurkonzerte veranstaltet und das Kurhaus lädt zum Rasten und Verweilen ein. Thank you.
Jahre 1982 fertiggestellte Rotherma Badezentrum ist die modernste Kureinrichtung im Murgtal. Die vier Thermal-Mineral-Bewegungsbecken, die Ruhezonen, die Cafeteria, das Sonnendeck und die Sauna mit Dampfbad vermitteln nicht nur Badefreuden, sondern heilen auch Magenkrankheiten, chronische Gastritis, Erkrankungen der Atmungsorgane, Rheuma und Erkrankungen der Wirbelsäule. Weitere Kureinrichtungen wie Wannenbäder, Inhalationen, Trinkkuren mit Thermalquellen, Krankengymnastik, spezielle Bad Rothenfelser Therapie für Bewegungsleiden, Atemgymnastik, sportliche Gymnastik, Extensionen, Fangopackungen und Lymphdrainagen sichern Ihnen Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden. Zentrum Dachgrube besteht aus einer Grund- und Hauptschule, einer Real- und einer Sonderschule. Weiterhin steht eine Sporthalle und ein Sportplatz den Schülern und Vereinen zur Verfügung. Evangelische Kirche in Rothenfels. Am Sonntag, dem 13. Februar 1966, wurde die Weihe der Kirche und der fünf Glocken durch Oberkirchenrat Hamann vollzogen. Die benachbarte Kulturhalle bildet das kulturelle Zentrum von Rothenfels. Vereinsabende, Sitzungen, bunte Abende sowie Rockkonzerte bieten allen Bürgern ein breites Spektrum an Vergnügungen, die von Jung und Alt gerne genutzt werden. Im Industriegebiet sind unter anderem die Firmen Dambach und das Frischbetonwerk Grötz angesiedelt. Die örtliche Unternehmerschaft begreift sich als Orts- und Heimatverbunden und hat sich im Laufe der Jahre einen soliden Facharbeiterstamm herangebildet. Mit über 80% Anteil am Umsatzaufkommen stellt die Industrie den wichtigsten Wirtschaftsfaktor Gaggenaus dar. Gaggenau und seine Unternehmen, große wie kleine, bilden eine harmonische Einheit.
In einer Stadt, so auch in Gaggenau, gibt es viele schöne und angenehme Dinge. Aber eine Stadt ist auch auf Einrichtungen angewiesen, die nur nützlich und notwendig sind. Ein solches für Gaggenau und seine Bürger lebensnotwendiges Großobjekt ist das über 16,25 Milliarden teure Sammelklärwerk von Gaggenau. Vor den Toren von Bad Rothenfels wurde im November 1976 der erste Spatenstich vollzogen. Diese herrliche Aussicht genießen wir vom Amalienberg aus. Der Berg selbst hieß früher Hilbert und es sollen ehemals viele Geister darin gehaust haben. Am Abhang gegen die Murg sieht man in den Felsen den Eingang zu einer Höhle, der sich tief in den Berg hineinzieht. Der Sage nach soll hier ein unterirdischer Gang ausmünden, welcher bis nach Baden-Baden reicht und unter der Stiftskirche in Baden sich öffnet. Hierin wurden in alter Zeit die Geister gebannt, darum auch der Name Geisterhöhle. Wir befinden uns nun im Stadtzentrum von Gaggenau und blicken auf das ehrwürdige Rathaus. Im Jahre 1980 wurde die Stadtkernsanierung fertiggestellt, die Gaggenau ein pulsierendes Herz gab. Der im Frühjahr 1983 übergebene Rathausbrunnen wurde von dem Bildhauer Hans Rucker gestaltet. Der hierzu benötigte Marmor stammt aus der italienischen Stadt Carrara. Hier im Haus am Markt befindet sich unter anderem die Stadtbücherei, das Café am Markt sowie zahlreiche Geschäfte und Büros. Wir schauen nun hinüber zum Murgsee, der von einer herrlichen Parkanlage umgeben ist. Eine Insel der Ruhe und Entspannung im Herzen der Stadt. Zu sehen ist die Flürscheinbrücke, die aufgrund ihrer gebogenen Form im Volksmund kurz Bananebrück genannt wird.
Das neue Stadthotel fällt durch seine ausgefallene geometrische Bauweise auf. Es fügt sich dennoch ausgesprochen harmonisch in die Parkanlage ein. Die Josefskirche in Gaggenau steht am Eingang der Fußgängerzone. Wir blicken nun hinüber in das Gaggenauer Geschäftszentrum. Dieser Brunnen mit dem nachdenklichen Steinmann steht neben der St. Josefskirche. Am Bahnhofsplatz sehen wir den Gänsebrunnen, der im Jahre 1981 übergeben wurde. 11 Gänse schmücken diesen Brunnen, der dem neu gestalteten Bahnhofsplatz ein romantisches Flair verleiht. Wir sehen das Hochhaus der Stadtsparkasse und den Gaggenauer Bahnhof, den ersten bunt bemalten Bahnhof im ganzen Bundesgebiet. Anton Rindeschwender war im 18. Jahrhundert ein Pionier der Entwicklung Gaggenaus. Sein Denkmal stand früher an der Landstraße zwischen Gaggenau und Ottenau unterhalb des Amalienbergs. Es wurde bei der Erneuerung des Stadtzentrums im Jahre 1981 hierher versetzt. Die Eisenwerksiedlung mit der Glaserhütte. In diesem stilvollen Fachwerkhaus wurde vor langer Zeit meine Urgroßmutter zur Welt gebracht. Der Glasersteg führt hinüber zum Eisenwerk, in dem elektrische Geräte hergestellt werden, die in ganz Europa einen ausgezeichneten Ruf genießen. Das Gaggenauer Altenheim ist das Ergebnis einer positiven Bürgerinitiative. Freiwillige Helfer und Pfleger, Krankenschwestern und Ärzte kümmern sich hier um das Wohlbefinden der ältesten Gaggenauer Bürger.
Die Kirche St. Marien wurde im Jahre 1968 fertiggestellt. Sie ist die einzige katholische Kirche Gaggenaus, die vollständig aus Beton errichtet wurde. Das in der Nachbarschaft angesiedelte Rettungszentrum ist mit allen technischen und medizinischen Neuerungen ausgestattet und verfügt über einen Hubschrauber, der Unfallverletzten rasche Hilfe sichert. St. Marien erstreckt sich das Gaggenauer Wohngebiet am Eisweiher. Erbaut zu Ehren der Gefallenen beider Weltkriege. Diese Inschrift am Waldfriedhof erinnert uns an grausame deutsche Geschichte, von der auch Gaggenau nicht verschont blieb. Überblick über die Schulen Gaggenaus. Hier sehen wir die Hebelschule für Grund- und Hauptschulabsolventen. Direkt in der Nachbarschaft liegt das Goethe-Gymnasium, das alle Akademiker Gaggenaus einmal besucht haben. Altensheims steht die Hans-Thoma-Schule für Grund- und Musikschüler. Zählt
zu den schönsten Freibädern in der weiteren Umgebung Gaggenaus. Der Name stammt vom früheren Waldsee, der zu diesem Bad kultiviert wurde. Ebenfalls im Dreispachtal liegt die groß angelegte Sportanlage des VfB mit 3 Fußballfeldern, Leichtathletikanlagen und einer Sporthalle. Sehen wir nun den wirtschaftlichen Motor Gaggenaus, das Daimler-Benz-Werk. Circa 9000 Arbeiter und Angestellte produzieren hier den berühmten Unimog und den MB-Trek, die in der ganzen Welt exportiert werden. In allen Kontinenten werden diese Produkte als hochwertige Nutzfahrzeuge angesehen, die eine Qualität bieten, die nur ein gewachsener Facharbeiterstamm in sorgfältiger Arbeit herstellen kann. Gaggenau beendet. Und nun, meine Damen und Herren, liegt es an Ihnen, Gaggenau kennen und lieben zu lernen. Denn wenn er Gaggenau erst einmal kennengelernt hat, no hen er's a gern.